Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute möchte ich euch gern einmal die Burg Schönfels etwas genauer vorstellen. Sie ist eine typische Höhenburg und liegt in der Gemeinde Lichtentanne im sächsischen Landkreis Zwickau. Sie wurde im 12. Jahrhundert auf einen Felssporn errichtet und im 15. und 16. Jahrhundert im Stil der Spätgotik und Renaissance umgestaltet. Gern möchte ich euch jetzt die historischen Zimmer zeigen und über die Adligen berichten, die hier ihr Leben verbrachten. Direkt oberhalb der mittelalterlichen Reichsstraße wurde ab dem Jahr 929 in Schönfels von Heinrich I. zum Schutz gegen die Wenden eine Wehranlage errichtet, auf deren Grundmauern später die noch heute erhaltene Burg stehen sollte. Schönfels entstand so um 1200 im Zuge der hohen Kolonisation zur Erschließung neuer Siedlungsgebiete unter Kaiser Friedrich I. Die Herrschaft Schönfels bildete sich im Grenzraum der sich später als Pleißenland und Vogtland formierenden reichsunmittelbaren Territorien. Die Burg diente als Verwaltungsmittelpunkt der Rodeherrschaft. Vermutlich im ursprünglichen Zusammenhang mit dem Pleißenland entstanden, geriet Schönfels im 13. Jahrhundert unter vögtische Herrschaft. Der Druck erstarkender Nachbarn, der Einfluss des Kaisers sowie mehrfache Teilungen schwächten die Vögte zunehmend. Teile ihres Besitzes gerieten unter wettinische und böhmische Lehnsabhängigkeit. So erscheint 1349 im Lehnbuch Friedrich des Strengen, Markgraf von Meißen, die Burg Schönfels, welche an Heinrich II. Reuß von Plauen verlehnt wurde. Obwohl sich die Vögte von Plauen durch eine Urkunde des Kaisers die Herrschaft Schönfels nach dem Aussterben der Ronneburger Linie sicherten, gingen Burg und Herrschaft 1398 endgültig in den wettinischen Herrschaftsbereich über. Die Wettiner setzten in Folge einen berechnenden Vogt ein und integrierten Schönfels in das spätere Amt Zwickau. Es kann zu Beginn des 13. Jahrhunderts von einer geschlossenen Anlage von Unter- und Kernburg ausgegangen werden. Neben dem heute noch erhaltenen Bergfried sind weitere Gebäude im Burgareal vorstellbar. Dieser Bestand wurde von einem umlaufenden Wehrhorizont umgeben. Als repräsentativer Wohnraum diente die Bohlenstube, die als einziger Raum rauchfrei beheizt werden konnte. Solche Räumlichkeiten werden daher auch Caminate genannt, vom Lateinischen abgeleitet Caminata, mit einer Feuerstelle versehen. Beheizt wurde die Stube mit einem Kachelofen, der vom Nebenraum beschickt wurde. Die Wände der Caminate bestehen aus 13 cm starken Holzbohlen mit einem außenseitigen Strohlehmverputz. Die Bohlen liegen waagerecht übereinander und sind in Blockbauweise verbunden. Ein umlaufendes Kranzgesims mit doppelter Schiffchenkehle fasst die bemalte Decke, die von einem ebenfalls profilierten Unterzug getragen wird. Die Deckenbretter sind als Decker und Kriecher verlegt.
Ursprünglich besaß die Stube zweigleiche Kielbogentüren mit profilierten Gewänden im Zeitgeschmack der Spätgotik. Etwa 100 Jahre nach dem Bau der Stube wurde das südliche Türgewände im Stil der Renaissance überformt und die heute sichtbare Bemalung an den Wänden aufgebracht. Einem Brand im 17. Jahrhundert folgten weitere Bemalungen. Der Einbau dieser Stube erhöhte die Wohnqualität beträchtlich. . 1459 erwarb die Familie von Weißenbach die Burg. Aus dieser Familie stammt auch der spätere Bischof von Meißen, Johann der V. von Weißenbach. Der grundlegende Umbau der Burg mit der Errichtung des Nordwestflügels fand unter der Familie von Weißenbach statt, die 1459 bis 1586 Besitzer der Burg Schönfels war. Als Adelsgeschlecht des Pleißenlandes mit dem Stammhaus bei Schmölln wurde die Familie erstmals in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts urkundlich erwähnt. Mitglieder der Familie stiegen zu Lehnsnehmern der Wettiner und Inhabern hoher Ämter in der landesherrlichen Verwaltung und der Kirche auf. Johann von Weißenbach, der gemeinsam mit seinen zwei Brüdern Herrschaft und Burg Schönfels erwarb, war von 1476 bis 1487 Bischof von Meißen. In der Zeit von 1480 bis 1505 fand eine große Umbaumaßnahme statt, die das heutige Erscheinungsbild der Burganlage prägt. Bei dieser als Modernisierung zu verstehenden Bautätigkeit wurde die ehemals wehrhafte Burg in eine wohnliche Anlage, sozusagen in ein Schloss, umgebaut. Beispielgebend ist die Schaffung des Nordwestflügels mit der Bohlenstube. Durch die Leipziger Teilung kam Schönfels 1485 zum ernestinischen Kurfürstentum, fiel aber 1547 nach der Wittenberger Kapitulation der Ernestiner an das albertinische Kurfürstentum. Die Jahre in der Zeit von 1586 bis 1770 sind durch mehrfache Besitzerwechsel geprägt. Unter den Burgbesitzern jener Zeit finden sich die Familien von Milkau, von Karlow, von Groß zu Altenhain und von Dieskau. Burg und Rittergut Schönfels befanden sich von 1649 bis 1721 über drei Generationen im Besitz der Familie von Karlowitz. Die Familie von Karlowitz, ein weit verzweigtes Adelsgeschlecht, galt in dieser Zeit als eine der einflussreichsten am sächsischen Hof. In ihrer Schönfelser Zeit besetzten Familienmitglieder bedeutende Hofämter sowie zahlreiche Positionen in der sächsischen Jagd- und Forstverwaltung. Georg Karl von Karlowitz erwarb 1649 Burg und Rittergut Schönfels. Geboren wurde er am 1. Februar 1616 auf dem Werdauer Schloss. In dieser Zeit hatte sein Vater Hans Georg auf Rabenstein das Amt des Oberfürstmeisters zu Werdau inne. Die Burgkapelle aus dem 17. Jahrhundert ist mit einem wertvollen Flügelaltar ausgestattet. Die Altarmalereien stammen von Matthias Krodel dem Jüngeren.
Die Kapelle besitzt eine in Europa einmalige Schrankholzorgel aus der Zeit um 1730. Die Kapelle wurde ursprünglich erbaut von der Familie von Weißenbach um 1480. Mit diesem wunderschönen historischen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen interessanten Einblick in das Leben der Familie von Weißenbach erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss!